Unermüdlich hilft er zu Nepal den Ärmsten. Für seinen Einsatz ist der Rombacher Rocco Unbescheid gestern Abend zum Aargauer des Jahres gewählt worden. Von der grossen NAB Award Gala berichtet Adrian Remons und Renate Geisseler. Aargauer oder Aargauerin des Jahres mit 53,4% wird. Der Rocco Unbescheid! Gestern zu oben bekommt der Rombacher die Anerkennung, die er sich seit 17 Jahren verdient hat. So lange schon macht sich der Rocco Unbescheid für die Ärmsten der Armen stark. In Nepal hat er bereits 12 Schulen für über 6'000 Kinder auf die Beine gestellt. Sein aktuellste Projekt in Nepal ist der Bau von 174 erdbebensicheren Häusern. Mit einem Preisgeld von 5'000 Franken kann er gerade noch ein weiteres Haus bauen. In dem Haus, das wir erdbebensicher machen, wo rauchfreie Öfen drin sind, das eine ökologische Toilette hat, eine Familie für 30, 40 Jahre leben wird. Und wir werden da sicher noch mal drüber berichten, wenn es denn errichtet ist. Mit seinem humanitären Hilfsprojekt hat der 40-Jährige den Nerv von über 5'000 Aargauern getroffen. So viel haben ihm gestern oben die Stimme gegeben. Auch viele der anwesenden Promis haben die freiwillige Arbeit des Aargauer des Jahres überzeugt. Ich habe mich schlussendlich auch für ihn entschieden. Am Anfang war ich noch ein bisschen zwiespalt, weil ich gehe ja auch gerne als Heiterer. Aber ich muss sagen, es ist die richtige Entscheidung. Das ist ein Herzensprojekt, das er seitdem, dass er 24 ist, mit seinen Kollegen weiterzieht. Und das sind Leute, die die Unterstützung brauchen. Und darum, glaube ich, ist der Entscheid euch so ganz klar gewesen. Ich habe um Rocco Unbescheid meine Stimme gegeben. Nein, ich freue mich sehr. Es ist ein Mitarbeiter von mir, habe ich heute festgestellt. Er arbeitet ja bei uns im Kanton Aargau, bei der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales. Allein in diesem Jahr hat der Rocco Unbescheid 36'000 Menschen mit Hilfsgütern versorgt. Für den CEO der NAB ein überwältigender Einsatz. Seit er 23 ist, seit er 17 Jahren nachhaltig sich so engagieren, nebenamtlich in Nepal, das ist also wirklich verdient die grösste Achtung. Ein Rocco Unbescheid sein Sieg ist für die Jurypräsidentin Pascal Bruderer doppelt verdient. Einerseits für seine Leistungen und andererseits, weil er ein Symbol sei für die ehrenamtliche freiwillige Arbeit im Aargau.